Na, Männer, alles klar. 16. Juli 1941 im Nordostatlantik. Später Nachmittag, die See ist aktuell wie leer gefegt. Wir hatten jetzt, glaube ich, 3 Horchrunden. Seit der letzten Folge sozusagen sind den ganzen Tag hier marschiert. Bislang hat sich nichts getan. Ich werde jetzt einmal kurz runtergehen, mich mal im Boot blicken lassen bei den Männern und auch die Vorräte nochmal überprüfen. Und dann werden wir mal kurz einen Blick auf die Karte werfen und uns einen, ja, den weiteren Plan zurechtlegen. Nochmal zur Erinnerung, wir sind noch handlungsfähig. Wir haben noch 3 Torpedos und wir hatten von dem C3, den wir noch versenkt haben in der letzten Folge, korrekterweise haben wir ja auch die ganze Deckgeschützmunition übernommen und das war auch eine ganze Menge. Wir gehen mal ganz kurz zum Smoot. Mannschaft ist guter Dinge. Also die sind hier wirklich, die Moral ist aktuell sehr, sehr hoch. Durch die ganzen Erfolge, die wir erzielt haben. 4 plus 18, das ist halt jetzt nicht mehr übermäßig viel. Also das müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also nicht übermäßig viel, aber natürlich reicht das noch aus, um hier ein paar Tage draußen zu bleiben. Wir sind jetzt auch nicht so weit von der Heimat entfernt. Also unsere Heimat in La Rochelle. Von daher geht das schon. Aber man darf es nicht ganz aus den Augen verlieren. Diesel, da sieht es auch noch gut aus. Treibstoff, wir funken das hier einmal durch. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt nochmal eine kurze Unterbrechung. Ich werde hier mal noch die geforderten Kilometer abspulen, regelmäßig rundhorchen lassen. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, sobald sich hier irgendwas tut. Zeit für eine Pause. Wir ordnen es vielleicht nochmal ganz kurz ein. Na gut, wir könnten natürlich das einfach so gestalten, dass wir in diese Richtung dann grob zurückmarschieren. Und irgendwo hier in diesem Bereich wird sich sicher nochmal was ergeben. Na gut, also, bis gleich. Juli 1941. Wir haben soeben die Patrouille abgeschlossen und es hat sich was getan. Horchkontakte hier drüben, nochmal eine mittlere Gruppe in dem Fall, 6 bis 13. Ich bin da ja immer so ein bisschen pessimistisch, aber das ist tatsächlich auch immer wieder so eine Zahl, das hat man schon öfter mal und das waren dann Kriegsschiffe. Wir werden natürlich trotzdem einen Blick drauf werfen. Direkt auftauchen und über Wassermarsch. Letzte Horchpeilung hier. Kurs, irgendwas Nördliches. Okay, der fährt uns also sozusagen davon, bewegt sich von uns weg. Ungefähr so, glaube ich, konnte ich es einigermaßen erkennen. Okay, sehr gut. Außerdem, des Weiteren kam gerade noch ein Funktelegramm rein. Das werden wir auch mal schnell reinholen. Beide Maschinen, große Fahrt voraus. Da wollen wir jetzt natürlich dran. Okay, Dieselkompressor wird schon eingeschalten. Lenzpumpe lassen wir auch einmal laufen. Dann müssen wir einmal hier das Funkschapp besetzen, damit wir hier schauen können. Okay, das wollen wir einmal durchfunken und dann kam noch irgendwas rein. Funknachricht von 10.03. Auf dem Rückmarsch zum Stützpunkt hörten wir einen einzelnen Propeller, wahrscheinlich ein Handelsschiff, Planquadrat BD337, schnelle Geschwindigkeit, Westkurs. BD337 wäre vielleicht auch noch eine Option für uns. BD3... Das wäre dann in diesem Planquadrat BD335, 338, 337. Machen wir hier mal ein X rein. Bingo. Spielen wir Marinequadrat Bingo. Okay, wäre sowieso ungefähr auf unserem Kurs. Aber wir schauen jetzt natürlich erstmal, mit wem wir es hier zu tun haben. Vielleicht kommen wir da ja nochmal zum Schuss. Wäre natürlich wünschenswert. Nochmal speichern das Ganze. Dann drücken wir hier ein bisschen auf die Tube. Letzte Horchpeilung war hier. Lassen wir mal hier ein bisschen laufen. Kurs setzen. Zu Befehl. So, und er hatte ja Kurs westliche Richtung. Wird also schon irgendwo hier drüben stehen. Möglicherweise. Schauen wir mal. Okay, mal ab auf die Brücke. Knackfuß, höchstpersönlich. Also wenn das wirklich Kriegsschiffe waren, was jetzt aktuell ist, nur so mein Bauchgefühl, dann dürften die wahrscheinlich auch ziemlich
Schnell unterwegs sein. Okay, hier war sowieso die letzte Peilung. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Strecke machen und vielleicht auch nochmal rundhorchen lassen, wenn wir dann ungefähr. Aha, okay, da haben wir sie schon. Schornsteinrauch. Schauen wir mal. Was fahren die für einen Kurs? Die scheinen ihren Generalkurs jetzt aber auch geändert zu haben, oder? Die bewegen sich ja jetzt eher wieder. Ist das vielleicht eine Jagdgruppe? Ja, da sind wir mal ganz vorsichtig. Ich vermute fast, also das sieht mir so ein bisschen nach einem Suchkurs aus, was die hier fahren. Weil die sind ja, wir hatten definitiv hier eine Peilung, dann sind, müssen sie ja nach Norden gefahren sein. Und jetzt bewegen sie sich gerade Linie Richtung Osten. Muss nichts heißen, aber das ist jetzt mal so meine Vermutung. Wir werden uns mal heranpirschen. Frage Entfernung. Knapp 15 Kilometer. Gehen wir einfach näher ran. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen durchwechseln. Er kriegt eine Pause. Der Alte übernimmt. Brückenwache aufziehen. Erste Brückenwache sich klar machen. So, dann geht nämlich die Sichtweite auch ein bisschen hoch und dann haben wir hier gleich schon Sichtkontakte. Oh, das sind ja doch Frachter. Oh, ho, ho. Da haben wir nochmal einen Geleitzug, Leute. 6 bis 13. Haben die da noch? Haben die Außensicherung? Fahren wir hier nochmal Angriff mit unseren letzten drei Aalen? Wir setzen uns mal ein Stückchen vor. Ich kann hier noch keine Außensicherung erkennen. Bei so einem kleinen Geleit, schnell laufendes Geleit mit bewaffneten Frachtern könnte natürlich schon sein, dass die gar keine Sicherungsfahrzeuge dabei haben. Würde ich jetzt nicht komplett ausschließen wollen. Wir geben mal die Sichtungsmeldung durch. So, Alarm ausgelöst. Es ist natürlich auch die Frage, wenn. Ja, wir müssen uns auch natürlich die Fahnen, also die Flaggen anschauen. Wir müssen schauen. Okay, wichtiges Funktelegramm, das lesen wir uns auch durch. Wir werden den Angriff auf den Konvoi mit der Wolfsrudeltaktik fortsetzen. Alle U-Boote in der Nähe werden aufgefordert, die Koordinaten und so weiter anzustören. Der Konvoi wird voraussichtlich 20. Juli 41, 18:24 Uhr aus der Richtung 265 Grad erwartet. Das ist jetzt aber nicht der, den wir hier haben, ne? Das wäre hier drüben. Oh! Ah, Moment mal, die operieren aber auf den hier, oder? Der fährt den ja entgegen. Und wir sind schon dran. Das ist jetzt die Frage, was machen wir denn mit der Situation? Wir müssen erstmal. Okay. Gut, da haben wir jetzt schon mal ein feindliches Schiff hier gekennzeichnet. Bedeutet für mich, alle anderen sind auch legitime Ziele. Okay, jetzt müssen wir natürlich überlegen. Gehen wir hier schon dran? Aber ich würde schon eher sagen, dass wir natürlich dann schauen, dass wir uns zu dem Wolfsrudel dazugesellen, wenn wir hier schon so einen Befehl bekommen. Die operieren doch garantiert auf diesen Konvoi. Das ist doch damit gemeint. Keinerlei Außensicherung. Waffenplattformen vorne und hinten. Ah, eindeutig auch bewaffnet. Kann man schon erkennen. Schwer zu erkennen, aber die haben auf jeden Fall Bewaffnung hier. Der C3 eher nicht. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Aber kein einziges Kriegsschiff. Hier hinten ist noch einer. Scheint unbewaffnet zu sein. Liberty. Also ich würde tatsächlich sagen, wir lassen hier nochmal die Finger davon und begeben uns tatsächlich zu dem Wolfsrudel. Wir können ja den Kurs ziemlich genau nachzeichnen hier. Schauen wir mal. Das dürfte so ziemlich genau diese Linie hier sein, wenn wir die jetzt einfach noch verlängern. Ja, schaut mal, das Wolfsrudel steht da vorne. Dann gesellen wir uns doch zu denen dazu, oder? Und schauen mal, was passiert. AK-Fahrt können wir uns erlauben, also große Fahrt in dem Fall kein Problem.
Wir haben noch genügend Treibstoff. Wenn wir da jetzt noch einen Versorger stehen hätten. Das wird in der Zukunft dann sicherlich interessant werden, weil dann könnten wir nämlich nochmal hier Torpedos nachladen. Und dann könnten wir hier nochmal richtig Rabatz machen. Aber ich denke auch so mit dem Wolfsrudel, ja, da bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt. Und gesichtet haben wir jetzt sowieso nur einen Bewaffneten. Das heißt, den Rest könnten wir tatsächlich auch mit der Artillerie angreifen. Wir haben ja genügend Munition. Dank des C3-Frachters aus der letzten Folge. Okay, wir begeben uns mal zum Wolfsrudel und dann schauen wir mal, was da so passiert. Das hatten wir, glaube ich, in der Form, dass wir tatsächlich gezielt vom BDU zu einem Wolfsrudel geschickt wurden, auch erst einmal. Es hat sich halt sonst immer so dynamisch ergeben, So dass müde. man mal auf andere Boote getroffen ist, aber so explizit per Funkspruch hatten wir, ich glaube, erst einmal. So, der Konvoi ist auf dem Weg. Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich schon nah genug dran. Wir schauen mal, ob wir hier schon was zu sehen bekommen. Und ansonsten können wir uns ja einfach, ja, wir bilden einen Vorpostenstreifen, wie man so schön sagt. Wir drehen uns dann hier schon mal so ein und dann können wir hier nochmal schön, ja, darf der Smoot nochmal schön hier einen Braten zubereiten. Damit wir hier gut gestärkt in die Sache reingehen. Besatzung kann sich nochmal ausruhen. Torpedos nochmal durchgehen. Okay, sieht man hier schon irgendwas? Müssten ja hier drüben irgendwo sein. Kann natürlich sein, dass die getaucht sind. Wir wissen es nicht. Nichts zu erkennen. Würde mich aber schon interessieren. Wir gehen hier nochmal. Wir gehen wirklich direkt hier auf den Punkt. Kleine Gruppe, das ist nur ein Boot. Das war ja eher ein Rudelchen. Aber wir schauen mal, vielleicht kommen ja noch mehr dazu. Kann ja sein. Ich schätze mal, der liegt unter Wasser. Naja, die machen vielleicht gerade irgendwie Frühstück oder so. Schauen wir mal. Sehen wir hier irgendwo das andere Boot? Ich schätze mal, der ist getaucht, oder? Weil sonst hätten wir eine Meldung bekommen. Na gut, dann legen wir uns hier auf die Lauer. Alle Maschinen stopp. Was für eine Unternehmung. Jetzt eigentlich auf dem Rückmarsch, wo ich dachte, okay, wir schauen halt, dass wir irgendwie die drei Aale noch irgendwo unterkriegen. Aber jetzt hier nochmal so eine Wolfsrudel-Geschichte zu bekommen, ist natürlich schon auch echt ganz nach meinem Geschmack. Okay. Können wir eigentlich alles so lassen, ne? Der Funker, den brauchen wir gerade nicht. Der kriegt auch eine Ruhepause. Horchraum lassen wir besetzt wegen Funkmessbeobachtungsgerät. Okay, dann ich speichere jetzt nochmal, weil ich weiß halt immer nicht genau, wie gut das schon funktioniert. Aber dann überspringen wir das einmal. So. Schiffe im Konvoi versenkt. Man kriegt also sozusagen nochmal so eine Unteraufgabe gestellt. 3000 Bruttoregistertonnen sollen wir vernichten. Wir stehen hier. Wolfsrudel ist hier. Wir setzen uns so ein bisschen zurück. Okay, jetzt sehen wir auch das andere Boot. Schauen wir mal, was der macht. Ob wir ihm dann tatsächlich Befehle geben werden oder ob der einfach von alleine dann praktisch einen Angriff fährt, sobald der Konvoi nah genug dran ist. Okay. Ja, sehr schön. Könnte interessant werden, Männer. Torpedos. So müde. So, müsste gleich losgehen. Wir weisen ihn aber hier einmal vorsichtshalber zu. Wir haben noch zweimal T3, einmal T1. Johann ist leider gerade ziemlich außer Gefecht. Naja, also nicht weiter tragisch. Suchen kann auch noch mal ein Powernap. Offizierspowernap. So, Knackfuß ist auf dem Turm. Ja, das passt schon. Dann machen wir das einmal so und einmal Sehr wohl, so. Herr Galeu. Okay. So, hier sieht man jetzt sowieso schon die Schiffe.
Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall den Liberty vorknöpfen. Oder ich glaube, das war ein C3. Also den Bewaffneten zuerst angreifen. Den müssen wir jetzt einfach einmal ausfindig machen. Wir setzen uns... Naja, das passt eigentlich schon ziemlich gut. Von der Position her noch ein ganz kleines Stückchen absetzen von der äußersten Linie. Und so kriegen wir die alle auch ziemlich schnell schon in Sichtweite. Alle Maschinen stopp. Ah, ich habe mich etwas getäuscht. Hier ist die äußerste Linie, seht ihr? Jetzt hoffen wir mal, dass sich da nicht in der Zwischenzeit noch Außensicherung dazu gesellt hat. Aber ich schätze mal, die werden genauso geblieben sein, wie wir sie schon gesichtet hatten. Ist ja auch also eine coole Dynamik, dass wir den Konvoi schon gesichtet hatten. Und dass wir genau auf diesen Konvoi jetzt auch mal angesetzt werden. Also wenn das noch alles irgendwie ein bisschen besser funktionieren würde und öfter passieren würde, das wäre schon auch ziemlich cool. Jetzt schauen wir, wir werden ihn natürlich ein bisschen im Auge behalten. Okay, er hat schon irgendwie einen Kurs. Na, schauen wir mal. Wir werden noch nicht eingreifen, wir lassen ihn einfach mal machen. Einfach mal schauen, was die KI so veranstaltet. Und wenn uns das nicht gefällt, schauen wir, dass wir ihm vielleicht irgendwie Befehle geben. So, wie sieht es denn aus mit den anderen Aalen? Eberhard. Ich beende nochmal die direkten Befehle. Dann müssten die doch eigentlich... Ah ja, ist jetzt an die Maschine gegangen. Okay, ist nicht weiter schlimm. Wir lassen die mal aufkommen. So. Alarm! Auf Gefechtsstation! Und dann kommen die schon alle in Sichtweite hier. So, sehr gut. Jetzt müssen wir schauen. Ich denke, wir werden dann auch zeitnah tauchen. Wir kontrollieren einmal noch ganz kurz die Aale. Alle drei vorgewärmt, die wir noch haben. Und dann müssen wir uns natürlich auch unsere Ziele heraussuchen. Die sind schon mehr als gut sichtbar. Und das ist doch hier der Bewaffnete. Haben wir noch mehr Bewaffnete? Eher nicht. Eher hier. Schwer zu erkennen, aber ich würde sagen nein. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ja, mit Hilfe des anderen Bootes bin ich hier guter Dinge. Wen haben wir hier? SC, Konvoi SC. Na schön. C3, das ist dann er hier. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. LI, bring uns auf Seerohrtiefe. Klar machen zum Unterwasserangriff. Andere Boot ist wahrscheinlich schon getaucht. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt erstmal stur unseren Angriff, werden auf den C3 gehen. Und mal schauen, was das andere Boot dann so veranstaltet. Möglicherweise müssen wir dem halt noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Vielleicht ein unerfahrener Kommandant. So, und wir machen das jetzt auch einmal so, dass wir hier... den Alarm gerade nochmal an der Stelle. Ich hätte ihn gerne nochmal kurz rausgenommen. Und er geht ans Periskop. So. Dann schauen wir nochmal. Wir müssen jetzt natürlich nochmal ein bisschen näher dran. Oh, geht aber schon mit der Sichtweite. Das geht. Beide Maschinen langsam Fahrt voraus. Mhm. Jetzt kriegen wir den... ist da vielleicht noch ein zweiter C3 dabei? Da sind ja doch mehr, als ich erst angenommen hatte. Zwei dicke auf jeden Fall hier. C3 und das war... Ich glaube, das müsste ein Liberty sein. Wir werden es gleich rausfinden. So, und jetzt mal nicht näher dran. Alle Maschinen stopp. C3 können wir hier schon... aufs Korn nehmen beinahe. Dann schauen wir aber nochmal, ob ich mich da nicht doch ein bisschen vertan habe. Das ist der C3. Und hier linksweisend irgendwo war ja auch noch ein dickerer Pott. Überlappt sich da nicht was? Nee. Ich will natürlich, also ich will nur vermeiden, dass wir dann auftauchen, weil wir der Meinung sind, wir können jetzt über Wasser weitermachen. Und dann plötzlich doch unter Feuer genommen werden.
Aus dem Winkel schwierig zu erkennen. Aber ich kann jetzt, also er hat auch, er hat die Aufbauten. Aber ich sehe keine Kanonen. Na gut, wir schauen jetzt, dass wir den Angriff auf ihn hier fahren. Da müssen wir natürlich auch noch ein Stückchen näher ran. Wir setzen mal so einen Kurs hier bei der Maschine, halbe Fahrt voraus. Wir müssen näher dran. Er hat sich jetzt, glaube ich, auch gedreht, oder? Okay, er setzt sich in Bewegung, scheint auch seinen Angriff vorzubereiten. Jetzt müssen wir eigentlich schauen, dass wir das möglichst schnell über die Bühne bekommen, bevor der andere schießt. Und die alle zu zacken anfangen. Kann gut sein, dass der uns jetzt hier alles ein bisschen durcheinander bringt. So, Kursberechnung läuft. Dann können wir eigentlich einen direkten Kurs auf ihn hier laufen. Gut, er hat sich jetzt auch ausgerichtet. Ja, interessant. Ein paar mehr Boote wären natürlich noch cool gewesen, aber immerhin. Ja, grundsätzlich mal schön zu sehen, dass diese Mechanik dann doch, also diese Spielmechanik doch irgendwie funktioniert. Kommt leider zu selten vor, wobei wir haben auch erst 1941. Ich glaube, Rudeltaktik, ich kann jetzt nicht auswendig sagen, wann das quasi der Standard wurde, aber ich glaube, es hat, ja, 41, 42 würde ich jetzt mal so ungefähr tippen. Kann halt sein, dass das jetzt einfach öfter vorkommt. So. Torpedokurs ist schon ziemlich gut. Wir werden jetzt einfach nur stur ihn hier angreifen. Dann schauen wir mal, was das andere Boot macht. Dann werden wir hier nochmal, können wir eigentlich jetzt schon direkt machen, einen genaueren Blick drauf werfen. Mit wem wir es da zu tun haben. Das sind die ganzen kleineren. Und ziemlich genau hier müsste doch einer von den dickeren hier noch unterwegs sein. Da. Das ist aber auch einer von den kleineren. Da. Ah, ich glaube, der ist doch bewaffnet, oder? Seht ihr das hier? Kann man das erkennen? Moment, ich stopp mal. So. Genau hier, wo der Mauszeiger ist. Das sieht mir nach einer Bewaffnung aus. Ich kann aber vorne und hinten nichts erkennen bislang. Muss man aufpassen. Muss man vorsichtig sein. Gut, aber wie dem auch sei. Wir können es uns leisten, noch ein bisschen näher dran zu gehen. Und ich denke, jetzt können wir... Jetzt schießen wir beide Maschinen. Kleine Fahrt voraus. Knackfuß, dein Job. Gegnerfahrt 7 Knoten. Kurs 85 Grad, Entfernung 1100. Tiefgang 7,3. Rohr 3, klarmachen zum Unterwasserschuss. Aufschlagzünder. Tiefgang hat sich bewährt, wobei das war, ja, wobei, kommt ja ungefähr das gleiche raus. Passt schon. Tiefgang 5,5, Rohr 3. Feuererlaubnis. Los! So. Rohr 2 klar machen. Ja, aber also hier kann man ganz entspannt an die Nummer rangehen. Um ganz ehrlich zu sein. Keine Kriegsschiffe dabei. Dann werden wir uns hier schon mal einen Kurs berechnen lassen. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal ein bisschen genauer an. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir bei den letzten drei Aalen hier keine Versager mehr dabei haben. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Showtime. Und Volltreffer. Mittschiffs hat gut gesessen. Das dürfte sogar schon gereicht haben. Fast 8000 Bruttoregistertonnen, der Kollege. Dicker Brummer.
So, jetzt geht dann die übliche Zackerei natürlich gleich los. Ah, ich krieg schon ordentlich Schräglage. Und wird evakuiert. Damit ist der schon mal aus der Gleichung gestrichen. Und ich denke, der säuft auch direkt ab. So, jetzt müssen wir auf ihn hier... Da müssen wir einfach nochmal genauer hinschauen. Ach, den meinte ich gar nicht. Den meinte ich doch gar nicht. Da waren doch noch dickere Pötte dabei. So, die Funken hier wie die Blöden fangen an zu zacken. Da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. So, das war, glaube ich, der, den ich vorhin im Periskop hatte. Ist der doch nicht bewaffnet. Könnten wir hier tatsächlich schon auftauchen? Ah, doch, er ist ganz, also wenig Bewaffnung. Das nimmt dann vielleicht einfach im Laufe der Zeit zu, dass wir erst so ein, zwei Kanönchen haben und dann irgendwann das volle Brett mit sich rumschleppen. Könnte ich mir vorstellen. Aber viel hat er nicht dabei. Ich sehe genau eine Kanone hier hinten. Das kann natürlich sein. Oder wir erkennen einfach noch nicht mehr. Wir bleiben noch getaucht. Wie nah sind wir denn jetzt eigentlich schon hier? Ich denke, das könnte jetzt schon wieder... Ja, das dürfte jetzt schon wieder in Reichweite der Fliegerei sein. Muss man natürlich auch ein bisschen auf dem Schirm haben, aber... Gut, das andere Boot scheint jetzt auch endlich mal in Angriffsposition zu gehen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen ungünstig, wenn der jetzt schießt, solange die hier rumzacken wie die Blöden. Aber er macht noch keine Anstalten. Jetzt hat er aber schießen können, oder? Jetzt laufen die alle. Okay, interessant. Gut, ja, wo ist unsere Position? Will nur schnell schauen, dass wir nicht irgendwie über den Haufen kajolt werden. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. So. Zwei Aale hat er abgefeuert. Hoffentlich hat der noch ein bisschen mehr dabei als wir. Ja, die könnten schon treffen. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass ein anderes Boot nur einen Aal abfeuert. Und teilweise hauen die ja wirklich einen Viererfächer nach dem anderen raus. Hier zumindest mal nur ein Doppelfächer. Und Volltreffer. Beide getroffen, oder? Also das heißt, der ist weg vom Fenster. Sehr gut. Rudelschlacht. Na, haben die beide gesessen? Ja. Ja. Das würde wohl gereicht haben, hoffe ich doch. Na schön. Jetzt ist die Frage. Bleiben wir noch unten und benutzen noch einen Aal auf... Das hier war der Dicke, ne? Der... Mhm. Dann würde ich tatsächlich... Ja, ich tendiere dazu, dass wir auf ihn gehen. Das Ganze jetzt hier noch unter Wasser. Und wenn wir ihn haben, dann können wir auftauchen, denke ich. Dann dürfte die Gefahr für uns gebannt sein. So, das ist er hier. Lady Rodney. Mhm. Aber die haben theoretisch schon auch so Aufbauten. Also eher zumindest hinten. Ne? Kann auch sein, dass die irgendwann im Laufe der Zeit noch bewaffnet werden. Also das nimmt ja definitiv zu. Das haben wir ja schon festgestellt in der Vergangenheit. So, wir gehen jetzt auf eine Angriffsposition für ihn hier. Liberty. Oh, die nächsten Aale laufen. Der feiert hier eine dicke Party. Ah, er geht auf ihn hier. 6000er. Gute Wahl. Drei Torpedos. Die Verschwendung, die Verschwendung. Oh, die aber, lässt aber hochlaufen hier, der Kollege. Das wird so ein ganz junger Hüpfer sein, wahrscheinlich hier, der Kommandant von dem Boot. Naja gut, viel hilft viel. Treffer. Und Volltreffer. Der will es wissen. Der will es echt wissen hier. Sauber. Okay. Wir bleiben bei unserer Taktik. Oh, 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 oh.
Ah, geht schon klar. Nein, nein, scheiße, ich wollte ihm keinen Kurs geben. Ach so, nee, das ist sein eigener Kurs. Das macht er selber. Schauen wir mal, sehen wir den? Wo ist er denn? Muss der hier gerade irgendwie durchgeflutscht sein? Na? So. Seerohr ausgefahren. Okay. Gut. Kapitän? Geht der jetzt auch auf ihn hier? Macht fast den Eindruck. Er dreht sich. Okay. Wir gehen in Angriffsposition. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Oh! Er schießt schon wieder. Okay, wir müssen. Ja, okay. Können wir uns das anschauen? Hat er jetzt Rohr 5 genommen, glaube ich, oder? Ja, können wir uns schon leisten. Empire Flamingo. Dürfte gleich nochmal einen abbekommen. Einen Treffer hat er schon. Ich fürchte, der andere ging daneben. Oder Torpedoversager, je nachdem. Ja, der ging daneben. Na schön. Wir uns mal schnell auf unser Ziel konzentrieren hier. Zackt der überhaupt? Ja doch, der zackt schon. Müsste jetzt aber zu seinem Steuerbord zack ansetzen, was für uns natürlich perfekt ist. So, ich habe jetzt nicht mehr auf die Aale geschaut. Ach du Scheiße, das könnte jetzt blöd sein. Na gut, ich meine, wir haben Zeit. Ah ne, passt aber. Rohr 2 bewässern. Torpedotiefe wie gehabt. Rohr 2. Los. Würdest du bitte uns nicht über den Haufen fahren? Beide Maschinen AK, Ruder, Hart, Steuerbord. Der geht fast auf Kollisionskurs hier. So, vorsichtshalber. Instandhaltung durchführen. Und danach stoßen wir dem restlichen Haufen hier hinterher. Und werden auftauchen. Junge, Junge. Was eine Unternehmung hier. So. Und Treffer. Und zwar Volltreffer. Der hat gesessen. Der war richtig gut. 5,5 hat sich jetzt wirklich bewährt. Bei sowohl C3 als auch Liberty. Hat bei beiden sehr gut funktioniert. Sollte ich so beibehalten. Tiefgang um die 7, zwischen 7 und 7,5. Und der säuft ab. Okay. Damit. Werden wir jetzt hier auf die anderen gehen. Und den letzten Aal werden wir uns noch. Was macht er denn? Ich habe echt Angst, dass der uns über den Haufen fährt hier. Was will, wo will er denn hin? Frage ich mich. Ah, er ist liegen geblieben. Der ist noch gar nicht. Okay, gut. Dann werden wir da jetzt beginnen. Er ist auch noch über Wasser. Gut, dann müssen wir die beiden erstmal hier versenken. Wieso hat er sich jetzt abgewendet, frage ich mich. Können wir ihm Kurs zuteilen? Ich würde den jetzt einfach hier mal hinterher schicken. Ist schon im Angriffsmodus. Kann natürlich sein, dass der jetzt schon alles rausgehauen hat. Die sind da ja. Kennen da ja keine Gnade. Na schön. Dann werden wir erstmal die zurückgebliebenen hier versenken. Ihn und dann dem Rest hinterher. So. Wir nehmen wieder Knackfuß. Auftauchen. So, und jetzt Daumen drücken, dass wir da jetzt keinen übersehen haben. Dass nicht doch noch einer irgendwo ein Kanönchen dabei hat. Also, die haben ja tatsächlich, waren die auch oftmals getarnt und irgendwie in so einem Bretterverschlag hatten sie die Kanonen versteckt. Das gibt es in diesem Spiel zum Glück noch nicht, obwohl es natürlich auch sehr spannend wäre. So.
Schauen wir mal. Das ist der C3. Aber der ist ja schon evakuiert. Und da hinten fahren die anderen. Okay, sehr gut. Ja, dann vielleicht fällt dem anderen ja auch noch ein, hier, dass Auftauchen auch noch eine Option wäre. Wobei, ich habe auch, also, Kameradenboote habe ich noch nie über Wasser operieren sehen. Also, im Angriff. Das waren, ich glaube, zu 100% immer nur Torpedoangriffe, die die gefahren haben. Ich weiß nicht, ob die KI überhaupt quasi dazu in der Lage ist. Eieiei, beim Seegang. Die werden einmal schön eingetunkt hier, die Jungs. Okay. Kraftstoffverbrauch ist zu vernachlässigen aktuell, ehrlicherweise. Dann brauchen wir hier einmal Kompressor. Lenzpumpe kann nie schaden. Das dürfte es eh schon gewesen sein für den, oder? Einen kriegt er noch. Na? Müsste gereicht haben. Müsste gereicht haben. Der säuft jetzt langsam ab. Dann Kurs ändern und ein bisschen auf die Tube drücken, nicht, dass uns die anderen hier davonfahren. So, Flamingo säuft gleich ab. Ist Geschichte. Funken. Näher dran. So, und dann setzen wir gleich so einen Kurs, dass wir hier hinterher kommen. Herr Kaloy? Moment. Ihn nochmal auswählen. So, ja, der braucht eh nur noch ein, zwei Schuss. Ah, das wäre der einzige gewesen, der uns wirklich hätte gefährlich werden können mit seinen Geschützen. Auch der ist Geschichte. Wir können ganz kurz schauen. Alle Maschinen stopp. Kommen wir hier direkt. Wegen drei Kartoffeln. Wegen drei getrockneten Kartoffeln werden wir hier nicht stehen bleiben. Okay. Dann hinterher. Wir haben ja noch ein paar. Vier Stück, glaube ich, noch, oder? Vier, fünf Stück. Beide Maschinen AK voraus. Einmal funken. Schade, dass der andere nicht auftaucht. Also das andere Boot. So. Dann wird der einmal Richtung Meeresgrund geschickt. Also da muss man, das muss man dem BDU lassen. Da hat die Aufklärung echt mal gute Arbeit geleistet. Wussten genau, wann der Konvoi wo auftaucht. Und natürlich auch ein hervorragendes Ziel, dadurch, dass er ja keine Sicherungsfahrzeuge dabei hatte. Das hat echt mal gut funktioniert hier. So, auch hier wieder. Zack. So und so. Hat den alles noch nicht beeindruckt hier. Haben wir denn? Ja, wir haben panzerbrechend. Bin ich denn hier auf den richtigen? Ja, das ist schon der richtige. Der hat noch gar keinen Schaden genommen. Moment. Entschuldigung. So. Kann nicht sein. Und hier auf Höhe Schornstein zielen. Der nimmt keinen Schaden. Aber vielleicht wird es mir nur nicht angezeigt, aus irgendwelchen Gründen. Das kann ja sein. Brennt ja auch schließlich schon. Ich glaube, das wird uns nur nicht angezeigt, links unten. Wirkung scheint schon vorhanden zu sein, oder? Schauen wir mal.
Einmal hinterher. Merkwürdig. Wenn ich hier mal wechsle. Legen Sie den Kurs an. Na, hatte ich so auch noch nicht. Der dreht jetzt komplett ab. Ruderanlage vielleicht beschädigt. So, schauen wir nochmal. Herr Kaloy. Ja, liegt doch schon ein bisschen tiefer, oder? Der war nix. Unbesiegbare Lady Rodney. Volltreffer an der Brücke. Das müsste längst gereicht haben. Oder haben wir hier tatsächlich irgendwie so einen Bug vorliegen, dass der keinen Schaden nimmt? Wir schauen nochmal. Ah doch, jetzt, okay. War ein bisschen länger gebraucht. Merkwürdig, oder? Treffer lagen alle gut. Ja, das ist vielleicht die Tommy-Munition. Beziehungsweise die von den Amis. Funktioniert nicht so gut bei den britischen Schiffen. Okay, wir müssen die uns hier nochmal ein bisschen in eine bessere Position begeben. Also ich an seiner Stelle hätte es jetzt einfach mal mit einem Rammstoß versucht. Ganz einfach. Okay. Alle Maschinen stopp. Herr Kaloy. So. Jetzt muss es aber hier funktionieren. Lady Rodney. Ah, hängt schon ganz gut in den Seilen. Aber irgendwie ist der verdammt zäh. Junge, Junge, das ist die reinste Munitionsverschwendung. Andererseits, ich hatte... Also man kann das ja alles nachlesen. Es gab durchaus Fälle, wo mal irgendwie um die 90 Granaten in so einen Kahn gejagt wurden. Und dann ist er immer noch nicht wirklich abgesoffen. Das gibt's ja nicht. Wie viel hält denn der aus? Das hatte ich, glaube ich, das ist so, das hatten wir noch nicht. Und, na doch, jetzt nimmt es schon ab, oder? Jetzt säuft er ab. Ich glaube, der säuft ab. Wir können schon mal Kurs setzen. Das dürfte es gewesen sein. Ich glaube, das war's. Ja, der geht unter. Sehr langsam, aber ich würde sagen, er geht unter. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na? Ja, das soll es gewesen sein. Ja, okay, wir setzen Kurs. Kurs auf diese Koordinaten. Beide Maschinen AK voraus. Wo ist das andere Boot? Was macht der? Mach keine Anstalten mehr hier für einen weiteren Angriff. Müssen wir jetzt hier die ganze Arbeit verrichten? Naja, also ich schätze tatsächlich mal... Säuft der jetzt ab? Der will nicht. Okay. Ja, wir gehen jetzt trotzdem auf die anderen. Der kommt uns ja nicht mehr aus. Ich vermute mal, dass es so ist, dass die Boote tatsächlich nur mit den... Also die KI-Boote, dass die wirklich nur Torpedoangriffe fahren können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die KI
Weiß nicht, aber ich hab's noch nie gesehen, dass die mit dem Deckgeschütz operieren. Und Herr Kaloy? Ich vermute mal, das ist tatsächlich so. So. Eieieiei. Knapp 40 Schuss noch. Sollte hoffentlich genügen. Also mehr Tonnage geht ja kaum. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, beim letzten hatten wir schon zwischen 60 und 80. Müsste ich nochmal nachsehen. Aber mindestens 60.000. Die goldenen Zeiten. So, auch hier schauen wir mal. Na gut, das funktioniert schon besser bei dem. Junge, Junge. Die Lady Rodney. Verdammt sehr Brocken hier. Feuer an Deck. Ist aber auch nur ein 3000er knapp. Wirkt ein bisschen, wirkt nach etwas mehr. Ich hätte eher so auf 5 getippt. Gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. So. Kapitän? Ah, ich glaube, das war es eh schon, oder? Ich glaube. Noch nicht ganz. Wir helfen noch ein bisschen nach. Dürfte genügt haben. Zur Not muss ich da halt gleich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ne, ist abgesoffen. Okay, sehr gut. Dann schnappen wir uns gleich den nächsten. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen monoton, aber wir bringen das hier natürlich alles noch ordnungsgemäß zu Ende. Und dann ist, glaube ich, wirklich gut hier für Knackfuß letzte Runde. Herr Kaloy. Und ich habe den Knackfuß ja jetzt auch höchstpersönlich echt viel machen lassen. Ich denke mal, könnte sein, dass der auch nochmal richtig schön ausgezeichnet wird hier. Schwerer Verlust für unser Boot. Aber ich werde ihn natürlich, also das ist ja alles nur so ein bisschen Spielerei. Ne? Der kriegt ja nicht wirklich ein Kommando. Auch wenn das wäre natürlich schon cool, das auch irgendwie mit einzubauen. Und dass man den vielleicht im späteren Spielverlauf nochmal begegnet oder irgendwie eine Meldung erhält. Oder vielleicht noch schlimmer, dass er vielleicht versenkt wurde und man kriegt das auch irgendwie mit. Kann man ja auch noch ein bisschen was machen. Aber ich werde den jetzt nicht entlassen. Könnte ich ja auch machen, dann wäre er wirklich weg. Sondern ich behalte den halt schon an Land. Und vielleicht nehmen wir den einfach irgendwann später nochmal für eine weitere Unternehmung mit. Praktisch so als Aushilfe oder sowas. Bei dem letzten müssen wir dann schon mit der Flak dran gehen. Die sind immer noch da oben am Ausguck. Das war der Wink mit dem Zaunfall übrigens. In die Rettungsboote zu gehen. Nerven wie Drahtseile da drüben, die Brüder. So. Jetzt dürft ihr evakuiert werden. Den Rest machen wir jetzt schnell mit der Flak hier. Da nehmen wir jetzt einfach den alten. Ah, die Brücke einmal voll da oben. Sicherung. Alle Maschinen stopp. Ah, das war's eh schon, oder? Das läuft ab. Das war's ja. Okay, dann schauen wir nochmal. Lagebild. Nur hier oben, hier drüben liegt ja noch der eine, den wir wahrscheinlich auch noch... Das andere Boot ist gar nicht mehr zu sehen. Okay, dann haben wir, glaube ich, nur noch einen, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen.
der Maschinengruße. Das dürfte der letzte sein, ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Okay. Endspurt, Männer. Ich geh mal ein bisschen näher dran. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Und Feuer frei. Letzten paar Schuss hier rausjagen. Wobei, eigentlich müsste ja unterdecks auch noch was sein. Oder war das tatsächlich schon alles? Bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste noch nachgeladen werden. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssten ja eigentlich noch was im Hauptlager haben. Oh! Gefällt mir nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bei der Maschine AK zurück. Links vor rechts. Wir lassen die mal passieren. So. Ist leer. Einmal ganz kurz Stopp. Ich möchte jetzt ganz kurz nachsehen. Lenzpumpe müssen wir auch anschmeißen. Kompressoren nicht notwendig. Hauptlager. Ah, wird schon verladen. Okay, ausgezeichnet. Wir haben schon noch was. Wir haben da noch was. Okay, sehr gut. In der Zwischenzeit. Hui. Okay. Also schon Stopp. Schneller, schneller! Ungünstig. Machen wir einmal so. Drehen uns und wieder vorwärts. Und da wird er schon evakuiert. Das dürfte es auch schon gewesen sein. Okay. Ich glaube, dann haben wir es. Also Maschinenstopp. Wir warten mal einfach noch einen kurzen Moment ab und schauen, ob er wirklich absäuft. Dauert. Ihr seht, der Balken. Ah, stagniert. Stagniert. Muss doch noch ein bisschen reinhalten. Nachladen. Aber sind alle relativ zäh, habe ich den Eindruck. So, jetzt aber, ha? Ja. Sie gehen runter. Gut. Auch das werden wir funken und damit ist der Konvoi Geschichte. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Leute. Damit das hier nicht zu sehr ausartet. Ja, okay. Nehmen wir noch schnell mit, oder? Dann lassen wir noch einmal rundhorchen, vorsichtshalber. Nicht, dass wir doch noch irgendwo einen übersehen haben. Nicht, dass sich einer davon geschlichen hat. Dürfte nicht der Fall sein. Und falls das aber nicht der Fall ist, dann werden wir auf Heimatkurs gehen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsam. Langsam. Okay, wir machen es so. Mittlerweile müsste ja hier wieder Munition herangeschafft worden sein. Ach nee, doch nicht. Brauchen die so lang? Irgendwer war doch schon damit beschäftigt. Okay, dann nehmen wir jetzt machen das einmal so, dass wir den Knackfuß und schnappen. Kurzbefehl gibt es da glaube ich nicht, ne? Knackfuß, Hauptlager, Deckeschütz, verladen. Okay. Der Rest macht der Alte mit der Flak. So. Ah, seht ihr, cool. Die laufen schon direkt, haben die Rucksäcke dabei und holen die restliche Munition. So. Stopp. Jetzt. Ah, dann gehen wir hier nochmal kurz in Position. Stopp und Feuer.
Lady Rodney. Einer der zähesten Brocken bislang überhaupt. Aber ich weiß auch nicht, ich kenne mich ja nicht aus im Schiffsbau, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man also generell kompakt gebautere Schiffe, dass die eigentlich auch ein bisschen stabiler sein müssten, oder? Als irgendwie so ein Riesending. Aber der hält schon echt verdammt viel aus hier. Ich komme natürlich hier mit der Kanone auch nicht tiefer jetzt, ne? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. So, jetzt aber. Endlich. Zähe Nummer. Sehr schön, okay. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Was war das denn? Habt ihr das gehört? Sind wir vielleicht mit dem... Kann es sein, dass wir mit dem Rettungsboot kollidiert sind? Na gut, wenn sie schon hier sind, sehe ich schon so aufdrängen. Ja, es ist halt übel, gell? Naja, wobei. Wir setzen jetzt sowieso Heimatkurs. Komm, wir geben denen jetzt hier die Wurst. Das müsste eigentlich noch mehr Ansehenspunkte geben als das olle Dosenbrot, ne? Und die kriegen hier ein bisschen Gemüse. Werden sie sich freuen. Rohes Gemüse. Okay, gut. Ja, schön. Dann, wie gehabt, wir werden jetzt einmal ganz kurz hier uns ein Stückchen absetzen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Und einmal rundhorchen. Nur mal ganz kurz, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass sich hier einer davon geschlichen hat, aber das müsste passen, ne? Keine Peilungen. Und das andere Boot? Ah, der ist noch da, okay. Okay, gut, ja, alles erledigt. Hör mir auf, den ganzen Konvoi auseinandergenommen. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus, auftauchen, Funkmeldungen durchgeben, Heimatkurs setzen. Jetzt bin ich wirklich mal extrem gespannt auf die Tonnage. Was macht er jetzt eigentlich? Ist der jetzt mal aufgetaucht? Ja. Okay, aber hat er wohl irgendwie nicht mehr das Verlangen. Wobei, okay, also ich meine, Deckgeschütz ist jetzt schon bemannt. Er kommt halt nur irgendwie eine halbe Stunde zu spät. Deckgeschütz ist bemannt. Zumindest einer auf dem Turm. Und die Flak ist bemannt. Die haben noch die, quasi den T1-Turm. Naja, wenn sie so operieren, können sie sich halt einfach keine Verbesserung leisten wahrscheinlich. Also schon ein bisschen schwach, ne? Da, also zumindest ausbaufähig, würde ich sagen. Torpedoangriffe, cool, haben auch alle getroffen. Viele alle verbraucht. Aber ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass der jetzt hier einfach noch mitmacht. Und nicht uns die ganze Arbeit überlässt. Aber gut, so ist es. Wir funken und werden dann den Rückmarsch antreten. Und das machen wir jetzt hier einfach auf die schnelle Art und Weise. 6 Tage Rückmarsch. Oh ja, und wir kommen ja zu unserem voll ausgebauten U-Boot-Bunker zurück. Sehr schön. Natürlich noch mal ein bisschen netter, das Einlaufen dann, muss man schon sagen. So, ich versuche mich kurz zu fassen. Wir gehen jetzt noch schnell hier die Preisverleihung durch. Ah, cool. Und dann schauen wir mal, ob unser scheidender 2WU, glaube ich war es, oder was sogar 1WU, Knackfuß hier nochmal ein bisschen ausgezeichnet wird. Schauen wir mal. Öldorp. U-Boot Frontspange in Bronze. Nicht schlecht. Ja, hier auch. Das sind 15, 15 Feindfahrten. Eberhard war, glaube ich, auch von Anfang an dabei. Suren auf dem Weg zum Ritterkreuz. Der Alte. Okay. Ah, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Okay, schade, aber unser scheidender Offizier hat leider nichts mehr bekommen in dem Sinne. Waren das jetzt wirklich... Okay, dann waren das ja jetzt wirklich 15 Unternehmungen, die wir hinter... Wirklich? Nicht mehr? Es fühlt sich nach mehr an. Ich hätte schwören können, wir sind schon über 20 Mal draußen gewesen. Okay, aber manche, so wie diese Unternehmung hier, die hat sich jetzt auch wirklich lange hingezogen. Muss man auch dazu sagen, hat lange gedauert. So, schauen wir mal. Knackfuß. Ja, das muss er dann mit seinem eigenen Kommando verdienen. Aber auch nicht schlecht hier, hat viel gemacht. Eieiei, war fleißig. Hervorragend. Gut, und die Frontspange kriegt er auf jeden Fall noch. Also wenn man einen Kommandanten bekommt, der schon 15 Fahrten hinter sich hat,
Da kann man sich, glaube ich, glücklich schätzen. Okay, die Zusammenfassung. Kampagne ist in die nächste Phase übergegangen. Sehr gut, das ist hier die Black Pit-Geschichte. Ah, das haben wir jetzt schon bekommen, oder? Ah, sehr schön. Das kriegen direkt die Funkoffiziere, ohne dass wir es ihnen zuweisen müssen. Das kostet uns praktisch nichts extra. Nochmal 100 ansehen. Okay, bin gespannt, wie sich das hier auswirkt. Entweder, also ich vermute, entweder können sie vielleicht ein bisschen besser horchen, aber ich würde eher drauf tippen, dass da vielleicht auch der Treibstoffverbrauch nochmal ein bisschen runtergeht, wenn das den Funkern, ja, würde eigentlich weniger, egal, wir werden es rausfinden. Gut, weiter. Black Pit, oh, wir sind gleich durchgerauscht, bis zu einer, also direkt eine Stufe übersprungen praktisch, oder? Sehe ich das richtig, weil wir so viel Tonnage gemacht haben. Uiuiuiui. Und dritte Phase wäre dann ja, da kriegen wir eine Milchkuh. 200.000 fehlen uns dafür noch. Also wenn es so weiterläuft, wie es aktuell läuft, ist das realistisch, dass wir das in 2 bis 3 Feinfahrten hinbekommen. Schauen wir mal. Okay, Zusammenfassung. Hammond mit 7.000. 11.500. 4.000. Nochmal 4. Dann ging es hier drüben weiter. 7. 7, das waren das die beiden C3 oder Liberty? Haben wir ja ähnliche Tonnage. Nochmal 7.000. Nochmal 6.000. 3.000. Kangaroo, das war jetzt, ne? Nochmal 7.000. 7.000. 3.000. Eieieiei, da ist... Hatten wir schon mal so viel? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist schon außergewöhnlich. Auch viel Glück gehabt natürlich. Über 100.000 auf einer Feindfahrt. Völlig unrealistisch. Aber so viel, glaube ich, hatten wir echt noch nie. Müsste ich jetzt irgendwie die anderen viele Videos nochmal irgendwie durchskippen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn irgendjemand das weiß, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das irgendjemand gemerkt hat. Aber ich glaube tatsächlich, das müsste der Höchstwert sein. Ob man das nochmal erreichen kann, ist auch fraglich. Knapper Monat auf See, nicht ganz. Ja, ordentlich was mitgenommen hier. Nicht schlecht. Na gut. Dann soll es das für den Moment erstmal gewesen sein. Verabschiedet euch bitte nett von Knackfuß. Lasst einen netten Kommentar da zum Beispiel. Der geht jetzt eben, wie gesagt, von Bord und wir kriegen hoffentlich adäquaten Ersatz. Wird ein relativ ja, junger, unerfahrener sein, aber ich hatte ihn ja extra nochmal zur Marineakademie geschickt, damit der nochmal ein bisschen nach Vordermann gebracht wird. Und dann hoffen wir mal, dass sich der neue Mann bewähren wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht für mich, dann für Knackfuß. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.